Dieser Augenblicksvergegenwärtigungsmoment ist immer kontaminiert, nicht nur mit dem Gefühl des Existierens, des erstaunlichen, ach, das ist ja da, Existierens, des Seins, sondern genauso mit dem Ort, von dem das ausgeht, dieses Wahrnehmen und Empfinden, nämlich dem eigenen Körper in seinem aufklaffenden, kurzzeitigen Existenzempfinden. Auch ich bin ja da als dieses, der das erblickt, wenngleich das Pendel zwischen dem Zweifel der Authentizität der äußeren Existenz, die nichts von sich spricht, als auch dann der Infragestellung und der Authentizität des eigenen, weil abgespaltenen, von sich selber entfremdeten oder in sich selbst gedoppelten Körpers, der sich selber genauso anblickt, wie er dieses Äußere anblickt, in diesen beiden Ebenen des Tablons eines Auges, das von hinten nach vorne die Welt erblickend entweder erschaut oder erzeugt und von dieser erblickt wird, aber ebenso, dass das immer ein bisschen getrübt bleibt, das Bild, das hinter dem Spiegel ist, opak, im Schatten liegend, immer mit dem Verdacht der Unberührbarkeit, der Unerreichbarkeit, so wie der eigene Körper von den Drittveränderungsimperativen wohlweislich abgespaltet bleibt, solange er nicht die Drittveränderungszielaufgaben erfüllt wird, das nicht mit authentisch belohnender Lust besetzt, sondern mit der Skepsis dessen, dass das doch langweilig und ennuierend sei, sich zu genießen am eigenen Sein und eigenen Körper und nicht die geforderten Zielaufgaben zu erfüllen. Jetzt haben wir uns wieder verheddert. Dieses Authentifizierungsgefühl dessen, das ist ja tatsächlich da, geht also einher mit dem gleichzeitigen, kurzzeitigen Existenzgefühl, aber ich bin ja da. Und weil das ein Film ist, ein Da und jetzt wieder da und jetzt wieder da, ist die andere Seite, die immer unter den Teppich gekehrt wird für diese Marketing-Experten der Lebensverlängerung, wird unter den Teppich gekehrt. Ist die andere Seite, dann wird das aber wieder weg sein und das ist dann genauso erstaunlich und unbegreiflich. Wie kann etwas überhaupt da sein? Warum ist das da? Wie kam das ins Sein? Wozu? Und erst recht die Unfasslichkeit und Unbegreiflichkeit. Aber dann logischerweise wird es wieder weg sein. Was undenkbar ist, unmöglich sein darf, nimmermehr sich dann begegnen wird, sich sprechen wird, völlig ausradiert wird. Evidenterweise dieses Gefühl des nicht floskelartig verarbeiteten, jeder stirbt für sich allein, dieser Ausgesetztheit, völligen Hilflosigkeit eines definiten, unumkehrbaren, aber mit Sicherheit sich einstellenden gehört ebenfalls dazu in diesen blauen Nächten. Dasein, aber sterben müssen, der Horror des Tödlichen, der vollkommenen Auslöschung, ebenfalls vollkommen authentisch, kurzzeitig, auf
aufklaffend. Diese andere Medaillenseite, die eben unter den Teppich gekehrt wird, indem sie sagen, ach, sei doch froh, dass der Tod existiert, denn der Tod ist der Neubeginn des nächsten Lebens. Ja, das ist schon so, dass seitdem der Tod ins Spiel kam, seitdem das Crossing Over alle bakteriellen Wesen wieder an den Urpunkt des Urmatschs der Stammzelle zurückkehren müssen, um diese sexuellen Diversifizierungsmomente zu erzeugen und die Zellkörper auszudifferenzieren und aufzubauen von diesem Geh wieder über den Los, ziehe keine 4000 Franken ein, während vorher das Leben noch unsterblich war und einfach sich absprießte in identischer Klonierung, muss das nun wieder zurück zu den neuen Körpern, aber eben unter den Teppich gekehrt wird, dass dieses Entscheidende des Daseins, das eigene Lexikon, das eigene Erleben, Erleiden, damit unwiederbringlich gelöscht wird, die neuen Körper bewahren nichts von diesem Authentifizierungsgefühl eines Daseienden. Ganze Universen werden jeweils immer vollständig ausgelöscht. Und aus den Spaltbruchstücken, die nichts bewahren von diesem momentanen, authentischen Vergegenwärtigungsmoment, zum Beispiel jetzt diesem Caspar David Friedrichschen Dramaturgie, das ist weder im Jeniden übermittelbar, dieses Empfinden dem Nächsten gegenüber, dem neben einem Sitzenden, noch wird das irgendwie auf irgendeiner Festplatte überlieferbar sein. Das Einzige, was sich da überliefert, sind die genetischen Erinnerungscodes und die epigenetischen. Aber das ist Tabula Rasa, das ist der Wunderblock, das ist diese Wachstafel, die neu beschriftet werden muss. Und von dem Entscheidenden, diesem Authentifizierungsgefühl, dieser aufgespannten Bewusstseinsmatrix, die sich gerade eben an diesem Entsetzen, dass das alles wieder gelöscht werden wird, aufspannt, erst Bewusstsein erst erzeugt, an dem Drittveränderungsprotum Pseudos, zu dem wir noch kommen müssen. Okay, das war Punkt 2. Der Aufklaffensmoment der Existenz, oh, das ist ja da, geht einher mit dem gleichen erstaunlichen Erschrecken, aber im nächsten Moment werde ich wieder getötet werden. Das heißt radikal verschwinden. Und dieser Moment ist noch erschreckender und noch erstaunlicher und noch unmöglicher, dass dies authentisch sein darf, sodass eine Gegenwirklichkeitsvorstellung, eine Weltvorstellung, eine verunwirklichte, hinter den Spiegelscheibe geschobene, von mir abgeschnittene Andersvorstellung dagegen entsteht und dass es den ternären Raum aufspreizt, eben am Protum Pseudos. Aber darüber sprechen wir jetzt noch nicht im Punkt 2, das ist der Punkt 3.